Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Alte Schule Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir zum Video kommen, möchte ich euch noch meinen heutigen Partner vorstellen. Und das ist die Firma NordVPN. Und die ist genau das Richtige für alle, die gerne sicher im Internet unterwegs sein wollen. Und wer ist das nicht? Wenn ihr zum Beispiel euch über ein öffentliches WLAN ins Internet einwählt, dann kommt oftmals die Meldung, Achtung, so ganz sicher ist das jetzt gerade nicht. Und das könnt ihr getrost ignorieren, wenn ihr mit einem Virtual Private Network von NordVPN im Internet unterwegs seid. Da grabt ihr nämlich so eine Art Tunnel von eurem Endgerät, also dem Handy, Laptop, iPad oder womit auch ihr im Internet unterwegs seid, und der Seite, auf die ihr zugreifen wollt. Und Angreifer haben nicht so leicht die Möglichkeit, von der Seite daran zu kommen und Daten abzugreifen. So, das ist mal das eine. Zum nächsten, ihr surft anonym im Internet. Das ist vielleicht einer der größten Vorteile, denn ihr könnt 10-mal auf einen Online-Shop gehen und euch über ein Produkt informieren. Und teilweise, das habt ihr vielleicht auch schon mal gelesen, passen die dann die Preise an und das wird eigentlich jedes Mal teurer. Auch wenn der Preis schon sinkt, dann sagen die, ach guck mal, das ist der wieder. Da haben wir einen Cookie auf die Seite gesetzt, da wissen wir, dass der sich immer noch für unser Produkt interessiert. Machen wir es mal teurer. Oder geben dem nicht die Preisreduktion oder das Sonderangebot mit. Das gehört der Vergangenheit an, wenn ihr mit einem Virtual Private Network darauf zugreift, denn man kann nicht feststellen, ob ihr einmal, 10-mal oder 100-mal auf der Seite unterwegs wart, denn es ist jedes Mal anonym. Ein nächster großer Vorteil ist die freie Serverwahl. Einmal haben die Server von NordVPN keine Festplatten, sodass keine Daten zwischengespeichert werden von euch, sondern sie werden wirklich nur durchgeleitet. Und ihr könnt euch das Land aussuchen, wo der Server stehen soll. In 60 Ländern sind die untergebracht, 5400 Server weltweit. Und wozu ist das jetzt praktisch? Wenn ihr zum Beispiel bestimmte Spiele spielen wollt, die noch nicht für euer Land zugelassen sind, oder wenn ihr Programme anschauen wollt im Fernsehen, die nur meinetwegen in Amerika laufen oder nur in bestimmten Programmen, die abonnementpflichtig sind, übertragen werden. Es gilt für verschiedene Sportveranstaltungen, knickknack. Dann könnt ihr einfach das Land wählen, zum Beispiel Österreich, und dann könnt ihr euch da im Free TV die gleiche Sportart ansehen. Es ist nur einmal live. Also nutzt die Chance und es gibt jetzt bei NordVPN einen 2-Jahres-Vertrag zu einem ganz besonderen Preis und den bekommt ihr mit dem Link www.nordvpn.com/alteschule. Rabattcode ist auch alte Schule. Schaut euch das mal an. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr es einfach wieder abbestellen. So habt ihr also nicht nur die Sicherheit beim Surfen, sondern auch die Sicherheit, dass ihr nicht die Katze im Sack kauft. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Herzlich willkommen zur alten Schule. Ich freue mich ganz besonders, dass ich bei René Staud heute in Leonberg bin und zwar in deinem tollen Studio. Hallo René. Hallo. Ja, danke, dass ich mal wieder da sein darf. Danke, Carsten. Wir haben uns heute ein ganz besonderes Bild rausgesucht und das ist dieses hier. Ja, hier sehen aus wir's auch dem mal. Projekt Milestone, die 125 Lieblingsbilder aus meinem Schaffensleben. Und heute reden wir über Pretty Woman. Dieses Motiv entstand in Los Angeles anlässlich einer ganz anderen Produktion, aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ja. Ist eher ein glücklicher Zufall und die Geschichte ist ganz toll, wird dir gefallen. Ja, also dann leg los. Wieso Pretty Woman? Ich glaube, es liegt am Hotel, oder? Ja, ich fange mal von ganz vorne an. Und zwar, wir hatten für die M-Klasse in den USA geshootet, an verschiedenen Orten. Und irgendwann gab es eine Wasserdurchfahrt und die beste Wasserdurchfahrt gibt es in Pismo Beach, in Kalifornien. Und wenn man in Pismo Beach arbeitet, wohnt man in Los Angeles. Und wenn man in Los Angeles wohnt, ruft man seine Freunde an. Und einer meiner liebgewordenen Freunde war in dieser Zeit dort Restaurantleiter im Beverly Wilshire Hotel. Ah, das ist Pretty Woman Hotel. Beverly Wilshire Hotel, okay. Aus dem Film Pretty Woman. Und ich rufe Benny an und sage, Mensch Benny, wir sind gerade hier und shooten die neue M-Klasse. Und er sagt, komm unbedingt vorbei, ich muss dir was zeigen. Und dann wollte er mit mir in die Garage und kurz bevor wir in den Aufzug stiegen, sagt er, bleib du lieber oben, ich hol das schöne Stück rauf. Und 2 Minuten später erschien er dann mit dieser goldenen S-Klasse, ein W109, 280 SE, 4,5 Liter. Und ich war also total Feuer und Flamme. Nicht nur, weil das Fahrzeug hier ein bisschen aus der Mode gekommen ist und drüben aber einen sehr tollen Stellenwert hat, weil man in Amerika eben grust und nicht rast wie hier.
Und weil man in Amerika diese großen Autos sehr viel mehr wertschätzt wie in Europa. Ja. Und die Farbe passte natürlich so toll zu dieser illuminierten Fassade vom Beverly Hills Hotel. Und dann habe ich so ganz privat und mitten in der Nacht noch ein sehr, wie soll man sagen, sehr nettes Bild machen dürfen, was mich immer an schöne Dinge erinnert und was auch eine, wie soll man sagen, was einen schönen Platz in dem Buch gefunden hat. Deine Bescheidenheit in allen Ehren, aber das ist fantastisch geworden. Jetzt erzähl mal ein bisschen, ich meine, man ist es ja gewohnt und wir sitzen ja hier auch bei dir in wirklich einer perfekten Atmosphäre. Das war jetzt nicht groß geplant oder wo 1000 Scheinwerfer aufgestellt waren, sondern du hast einfach das Auto vors Hotel gestellt, eine Kamera genommen und fotografiert, oder? Ja, ich gehe mal ins Detail. Ja. Es war also tatsächlich so, wir kamen dann abends in dem Hotel an und der Benni war natürlich enttäuscht, dass wir nicht bei ihm wohnen. Wir waren im Standard eingebucht. Das sollte sich dann aber am nächsten Tag ändern. Aber auf jeden Fall, so ein Motiv kann man auch grundsätzlich schon mal gar nicht planen und dafür gibt es auch keinen Auftraggeber. Aber der Auftraggeber, der hat eben uns die M-Klasse mitgegeben und da war alles durchgetaktet. Aber eben nach dem besagten Abendessen holte Benni die Karre hoch, stellte die auf der Straße. Es war fast kein Verkehr mehr auf dem Boulevard. Und dann habe ich einfach die Kamera ausgepackt und quasi ohne große Hilfe von Assistenten, Beleuchter, Visagisten und sonstigen Produktionern diesen One-Shot gemacht. Da ist auch keine Retusche drin. Okay. Die bisschen Lichtstreifen, die man hier sieht, ja, die sind durch die vorbeifahrenden Fahrzeuge. Und die tolle, wie soll man sagen, die tolle die Durchleuchtung, ja, insgesamt, die entstand dort, weil da ist alles taghell in der Nacht. Es ist ja also ein Glimmermeer wie bei uns in der Weihnachtsbeleuchtung. Und man sieht, die Hotelgäste sind schon im Bett. Es war wahrscheinlich so gefühlt 2:30. Okay, weil also zwischen dem Abendessen und der Fahrzeugbesichtigung, da ist ein bisschen Zeit vergangen. Ja, da war noch eine Bar im Wege. Okay, hast du das auf Film noch fotografiert oder schon digital? Nee, das ist also schon digital. Ja. Und zwar, das ist das Schöne eigentlich an dem Milestone-Buch. Da sind also immer die Jahrgänge mit drin. Und man sieht hier 2012 und das ist schon voll in der digitalen, ja, Zeit. Und zwar haben wir ja hier 2005 umgestellt, das letzte Shooting, was wir analog gemacht haben, das war das Fire and Ice Shooting auf Island. Das, okay, lief parallel, Film und digital. Und das war übrigens ein sehr interessanter Anstoß, nur noch digital zu fotografieren, weil, du musst dir so vorstellen, wir sitzen am Set, wir belichten die Filme, wir belichten schon mal digital, dass der Kunde gleich was am Bildschirm sieht. Mhm. Und jetzt drängt uns der Kunde förmlich, das Bild auch gleich etwas zu bearbeiten, damit er es in seine Abteilung nach Hause schicken kann. Ja. Das heißt also, die Retusche fängt dann schon am Set an und das Bild wird dann so schön ausgearbeitet, dass nach Rückkehr, nach Produktion, die Dias natürlich gar nicht mehr mithalten können. Ja, ja, und jetzt, klar, plötzlich fehlt die Zeit, dass man die Dias jetzt einscannt, auch bearbeitet und dann versucht, mit dem digitalen Satz zu vergleichen. Weil man sagt, Mensch, das digitale Bild war so gut, das Dia kann eigentlich gar nicht besser werden. Okay. Und dann haben wir praktisch von heute auf morgen die digitale Fotografie quasi in den Vordergrund gerückt. Die analoge Kamera wurde weggepackt und kamen praktisch von heute auf morgen in der neuen Welt an. Holst du die analoge Kamera noch manchmal raus? Ab und zu, ja. Einmal, um zu zeigen. Ich nehme da gern das Beispiel, also analoge Kamera und sagen wir, die modernste Kamera, die wir im Moment haben, ist ja diese. Die kann nämlich alles und kann die Bilder gleich bearbeiten und versenden. Und die meistverwendete Brennweite, das ist durch die Handyfotografie gekommen, glaube ich, 28 mm. Ist verrückt. Weltweit die meiste. Jeder denkt über 50 mm oder, ja, irgendwas, ne? Aber durch die Handys natürlich Milliarden an Fotos jeden Tag. Ja. Genau, ja. Das ist total interessant, ja, wie uns das Handy da eingeholt hat. Und ich muss jetzt dazu sagen, die Kombination zwischen Qualität und Geschwindigkeit, die sieht. Und die analoge Fotografie hat er also wirklich verloren, weil der Weg von der Belichtung bis zum fertigen Ergebnis war einfach durch den Laborprozess, war einfach zu lang unterbrochen. Und der Prozess zwischen digitalem Bild und Versendemöglichkeiten in der normalen Kamera,
Das ist noch ein Hinderungsgrund und das kann alles eben das Handy, ja. Wenn es natürlich auch an gewisse Grenzen kommt, also die Tiefenschärfe und so, ja, ne? Und auch ganze Brillanz der Bilder vielleicht ein bisschen. Ja, und die ganze Dateien sind natürlich nicht so bearbeitbar, ja, wie jetzt die aus unseren RAW-Files. Ja, kann man. Ich muss aber noch kurz auf das Fahrzeug nochmal zurückkommen. Mhm. Der 109er von Mercedes, der kam dann Jahre später, kam der dann nach Europa und der Besitzer leitet heute das Hotel, das elterliche Hotel am Arlberg. Okay. Und da steht das Auto normalerweise bis vor ein paar Monate, wie die Klimaanlage ausfiel. Und dann kam das Auto nach Stuttgart und ich hatte die Ehre, das Fahrzeug jetzt nach der Reparatur abzuholen. Und deswegen steht es heute deswegen im Studio. Deswegen steht es hier, genau. Ja. Das wäre die nächste Frage gewesen, ja, wie der Weg hierher war. Und das ist dieser Benny, der jetzt am Arlberg, ja, das Hotel führt. Wenn der Benny jetzt unser Interview sieht oder die Bilder, wird er sich wahnsinnig freuen, weil sein Auto hat also wirklich in den USA eine tolle Karriere gemacht. Und hat auch hier schon sehr viele Leute beglückt, die im Hotel übernachten und sehen das Fahrzeug. Aber dass es jetzt noch Teil des Films und des Interviews wird, wird ihn sehr freuen. Ja, das ist. Und es ist natürlich lieben gern, weil das ist natürlich ein fantastisches Fahrzeug. Und das passt natürlich genau in die alte Schule. Und ich sehe, es ist die amerikanische Spezifikation mit den seitlichen, ja, Positionslichtern. Ja. Und wir müssen uns das Auto gleich natürlich noch mal ein bisschen genauer angucken. Das machen wir. Das machen wir auch noch. Aber ja, der ist jetzt ready, also der fährt, die Klimaanlage läuft wieder. Ja, der Wagen wurde also auf Achse von der Werkstatt hierher gefahren. Okay. Und sobald das Wetter mitmacht, wird das Auto auf Achse in den Arlberg zurückgebracht. Und dort wird es dann auch regelmäßig eingesetzt, nicht nur für die Arlberg Klassiker-Rallye, sondern fahren die auch sonst mit Kunden und Freunden über und hinter den Berg. Toll. Und wirklich ein ganz, ganz tolles Foto und eine ganz tolle Erinnerung. Jetzt, weil bist du eigentlich, machst du eigentlich sowas gerne mal so als Alternative, weil du bist natürlich für deine Perfektion in den Bildern bekannt, mit Studiofotos und das ist so genau das Gegenteil davon. Was liegt dir mehr? Also dieses stundenlang und tagelange Arbeiten an einem Bild, weil das ist ja, das haben wir schon im Podcast gesagt, gar nicht meine Art zu arbeiten. Ne? Ich schlunz hier rum, halte die Kamera grob drauf und freue mich, ja, wenn irgendwas rauskommt. Und hier, muss man jetzt auch mal sagen, ging schon ein Assistent rum und hat gesagt, oh, da ist noch ein Aufkleber auf dem Boden, sowas sehe ich gar nicht. Ne? Das fällt mir mal gar nicht auf. Aber ist das eine Art von Arbeit, die dir auch gefällt oder so? Oder wo du sagst, das mache ich mal ganz gerne? Oder? Das mache ich wahnsinnig gerne, aber das kann man weder planen, ja, noch kann man das so inszenieren, sondern das ergibt sich einfach, so wie eben dieser legendäre Abend in Los Angeles. Aber das gibt es doch immer wieder, ein, zwei, drei Mal im Jahr gibt es so tolle Begegnungen. In dem Buch selber sind mehrere Motive, die so entstanden sind, aber es sind meistens Motive, wo ich mit Thema Automobil irgendwo beruflich was zu tun habe. Also ich habe dann die beste Kamera dabei, ich habe dann ein bisschen Licht dabei, ja, ich habe dann natürlich auch ein paar Mitarbeiter dabei, die mir helfen, wenigstens die Kamera aufzubauen und ein bisschen Stativ zu tragen und so weiter. Also in der Urlaubsreise klappt es meistens weniger. Ja. Da ist man auch nicht so als Fotograf unterwegs, sondern mehr so auf Entspannungstour. Aber wenn man den ganzen Tag an einem einzigen M-Klasse oder an einem einzigen AMG fotografiert und ständig mit 20, 30, 40 Leuten im Hintergrund auf Direktrisen angewiesen, ja, ist, dann freut man sich, wenn man dann auch mal für sich wirklich ein freies Bild machen kann. Und wenn es dann in der Arbeitszeit quasi noch untergebracht wird, bringt man es zusätzlich mit aus der Reise. Aber extra losfahren, dafür wird man wahrscheinlich nicht. Okay. Liebe Influencer, es gibt Leute, die brauchen mehrere Tage für ein Foto und haben dann noch Assistenten im Hintergrund. Eine Welt, die uns unbekannt ist. Ja. Fantastisch. Vielen Dank, René. Ich hoffe, wir reden noch mal über weitere Bilder von dir. Ja, ja. Und die Serie sollten wir fortsetzen. Und jetzt sag noch mal ganz kurz das Buch. Das ist ein neues Buch von dir, oder? Was, ja, das ist ein... Das Ding hier, das ist ja natürlich wahrscheinlich wieder unbezahlbar. Das ist im Moment ein okay, 25 Kilo... schwere Limited Edition. Ja, okay, alles klar. Meistens auf Car-Fotografie. Und, ist das echt Leder, sag mal? Ja, ist echt Leder. Okay. Von friesischen Kühen. Weil die haben das schönste Leder, weil da gibt es am wenigsten Mücken angeblich. Und es gibt von diesem Buch nur 125 Exemplare. Es ist auch sehr teuer mit 5.000 Euro. 5.000 Euro kostet, ja, es? Aber es gibt von diesem Buch eine Auflage im Offset in Kürze und das kostet dann ein paar hundert Euro.
Okay. Und ich bin im Moment noch in Verhandlungen mit einem Verlag, aber es wird dann, sagen wir mal, sehr preiswert und sehr preiswürdig werden. Und es sind die gleichen Motive drin wie hier, allerdings mit etwas Beschrieb und Text. Und jedes Bild hat übrigens seinen Namen. Und der Name allein schon ist oft Programm. Lauter und legendäre Dinge. Jetzt hast du was Tolles aufgeblättert. Der 959, den kann man schon in einem anderen Video bei mir sehen. Das ist nämlich der Prototyp, oder? Genau. Das ist das Auto, mit dem Dieter Röscheisen lange rumgefahren ist, wo ich ein extra Video machen durfte, wo Dieter Röscheisen das Auto nochmal wieder trifft und fährt. Und das war lange in deinem, nicht Besitz, aber du durftest das lange fahren, ne? Ja, es gab also 8 Prototypen insgesamt. Genau, ja. Und der Prototyp Nummer 3 ging an Ferdinand Piech. Ja. Und der hat ihn dann zugelassen und hat die ersten 20.000 Kilometer draufgefahren. Und das Fahrzeug wurde dann an einen Freund von mir verkauft, der keine Garage besaß. Und dann stand es hier, bis er dann eines Tages kam und sagt, Mensch René, ich möchte gerne das Auto fahren, was machen wir denn? Dann sage ich, dann muss ich es zulassen. Und dann hat er mich gebeten, es auf meinen Namen hier in Leonberg zuzulassen. Und dann habe ich das Originalkennzeichen konnte ich wieder bekommen. BB PW 959. Porsche Weissach. Und das war in der Zeit, als Porsche ein bisschen gespart hat und sich die Kennzeichenreservierung erspart hat. Da waren die PW-Kennzeichen frei. So eine Zeit gab es ja, mal. Ja, ja. Nee, sehr interessant. Viel gemacht. Ein fantastisches Auto. Ja, auch. Ja. Und ich durfte sogar auch schon ein paar Meter damit fahren. Das ja, ist, nee, in diesem Buch sind also sehr viele fantastische Autos und ich bin sehr stolz und glücklich über mein Lebenswerk in diesem Projekt so zu berichten. Ja, okay. Ja. Einer meiner Lieblings-Ferraris, 250 GT, ja. Short Wheelbase. Ja, wurde gerade versteigert für 46 Millionen Dollar. Als der hier war nicht das Auto, das Originalauto, ist versteigert worden? Nein. Achso, okay. Ein aus der Serie. Aus der Serie, ja. Aber hier schon einiges durchgefahren durch deine heiligen Hallen. Ne? Schwarze Prinz, ja. Ja, da können wir so in den nächsten Serien das eine oder andere Auto beschreiben. Freue ich mich. Ja? René, vielen Dank. Und weißt du, was mir am besten gefällt? Ja. Deine Porsche Design-Uhr. Ja. Das, von 1972. Das ist natürlich ein Original. Ja. Ja. Gerade 50 Jahre Porsche Design, gibt es auch ein Video. Jetzt wisst ihr, wie das Foto entstanden ist und das Auto stand nicht ganz zufällig im Studio, denn René Staudt und sein Team, die haben eine ganz besondere Fototechnik ausprobiert, die sie für einen Kunden umsetzen sollen. Und heutzutage denkt man bei solchen Fotos immer, naja gut, das ist bei Photoshop zusammengesetzt worden, nicht in diesem Fall. Und das ist für Leute, die fotografisch interessiert sind wie ich, ist das was ganz Besonderes. Den Auslöser drücken, den Verschluss geöffnet haben und dann geht es los, dass das Foto entsteht. Und zwar ist der Verschluss lange geöffnet und man malt quasi was um das Auto herum. Und wie das geht, das erfahrt ihr jetzt hier. Und in den Nachbau von dem Foto durfte ich mich sogar auch reinmogeln und es verunstalten. René, jetzt wollte ich gerade gehen und abgesehen, dass ihr gestern hier schon an diesem Auto rumgeshootet habt und dieses Bild, ne? Da müssen wir jetzt nochmal drüber reden. Wie ist das entstanden? Ja, das Bild hat, was sehr selten ist, jetzt schon einen Namen. Das Bild heißt Manege. Weil die Idee war, dieses Fahrzeug wie ein Zirkuszelt praktisch zu inszenieren und diese, wie soll man sagen, diese feierliche Lichtorgie, die ist hier im Studio entstanden. Ein One-Shot. Wir haben das so belichtet, wie du es hier siehst. Ein One-Shot? Ja. Die Kamera wurde nur einmal ausgelöst. Okay. Und es ist ein einziges Unikat entstanden. Und wie das funktioniert, das zeigen wir dir jetzt. Das zeigt ihr mir jetzt. Wie lang ist da die Kamera, wie lange wird das belichtet? Etwa 30 Sekunden. 30 Sekunden. Wenn wir ganz doll die Luft anhalten, können wir mit aufs Bild. Das machen wir jetzt. Okay. Wir probieren das mal aus. Gut. Dann sage ich, die Wette gilt. Top, die Wette gilt, ja. Okay, seid ihr bereit? Ja. Kamera läuft. Okay. Kamera läuft. Ich schaue nochmal, René. Dann suchen wir uns eine Position aus, die wir 30 Sekunden aushalten. Jawohl. Bitte? So. Also kurz zur Erklärung. Ja. Das Grundlicht ist natürlich notwendig für die Fahrzeugform. Genau, also dass du die Kanten siehst und so. Ja. Gerade bei diesen Fahrzeugen
Mit so klaren Linien geht es natürlich besonders gut. Ja. Und Gold ist natürlich eine sehr dankbare Farbe. Toll, oder? Ja, ich liebe es. Liebe ich auch. Liebe ich auch. Goldmetallic. Und wir haben jetzt hier Lichtstäbe aufgebaut. Ja. Und was ein bisschen, sag mal, beeinflusst werden muss, das ist die Farbe. Das sind mit ganz ähnlichen Folien, aber es sind doch unterschiedliche Folien, dass es nicht eine Einheitsbrei wird. Okay, okay. Und dann sind die Folien immer wieder unterbrochen durch schwarze Streifen. Ja, okay, Streifen. Alles klar. Ja, sonst wird es ein Lichter mehr. Und das ist dann nicht mehr spannend. Alles Absicht. Ja. Und das schiebt jemand hier oben gleich, das, ne, wenn das Ding geöffnet ist. Ja. Und man sieht denjenigen nicht, weil er schwarz gekleidet ist? Genau, oder? Ja. Und weil er sich bewegt. Und wir halten stehen still. Unglaublich. Einer vorne, einer hinten. Ja. 30 Sekunden. Das wird draufpassen jetzt nicht. Man schwierig. Darf das Auto dürfen wir nicht anfassen. Ja, sonst bewegt sich das Auto. Und das Auto gucken unscharf. Wir uns an, oder? Ja. Oder gucken die Kamera. So. Oder, ja, wir schauen die Kamera. Wir schauen die Kamera. Ja. Mein neues Profilfoto wird es jetzt. Es kann sein, dass nachher kurz echt dunkel wird. Ihr müsst halt dann wirklich genau so stehen bleiben. Ja. Ja. Alle bereit? Check. 3, 2, 1, Bild läuft und Lampen aus. An. Kinoflow an. Gut. Mensch, die Jungs vom Buckingham Palace stehen den ganzen Tag so, ne? Genau. Aber ich gebe zu, ich habe geblinzelt. Da habe ich geübt. Da habe ich geübt. Das teuerste Passfoto meines Lebens. Ach, guck mal hier. Wir sind sogar zu erkennen. Ich schaue so ernst. Jetzt muss das schön im Querformat. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja echt nicht, oder? Das steht hier in der Manege. Ja. In der Manege. Unglaublich. Okay. Das ist mit so einem. Unglaublich, ja. Oder? Ja. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.